Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer weiteren Runde Gothic 3 hier in der Balance Ultimate Mod. Und heute werde ich mein erstes Tier zähmen. Dieser Varan, der jetzt unter meiner Kontrolle ist. Anstatt ihn zu bekämpfen und zu töten, dachte ich mir am Ende der letzten Folge, es ist vielleicht gar nicht so unklug, den jetzt zu nutzen und den Rest der Höhle nochmal zu versuchen, wenigstens anzugreifen. Abgebrochen. Also, werden wir das einfach mal testen. Hier haben wir nochmal eine Armbrust. Teleport nach Redder, cool. Schrecken und Tiere rufen ist auch gut. Aktueller Stand der Abstimmung, by the way. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben über 500 Leute teilgenommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und ganz knapp vorne liegt immer noch der Hybrid-Magier-Krieger. Kurz vorm kompletten reinen Magier. Dementsprechend werde ich jetzt also auch versuchen, ein bisschen magischer zu spielen. Und ja, ich denke, ich werde dann so in die Tage dann mal gucken, dann das, die Abstimmung dann quasi für zu Ende erklären. Ich warte jetzt halt noch ab, weil es relativ knapp ist tatsächlich, wie das Ganze ist. Oh, ich hoffe, du bleibst ewig an meiner Seite, Bruder, hast nicht ein Ablaufdatum. Das könnte ich mir, fände ich nicht so geil, wenn du jetzt einfach so mir in den Rücken fallen würdest. So, der ist jetzt deutlich vorgeschwächt, der Kollege. Das heißt, mein Varan wird den jetzt auf jeden Fall schlagen. So einem Varan an der Seite? Ey, das könnte wirklich gut klappen, ey. Das könnte gut klappen. Diese Idee, Tier zu zähmen, ist wirklich jetzt mal eine valide Spielweise, um hier ein bisschen Progress jetzt zu machen. Ich bin echt froh, dass ich die Idee am Ende hatte. Varan scheint echt gut zu sein. Ist ja komisch. Ich dachte, die wären immer Skelette gewesen. Das ist hier nur ein Varan. Also so Untote meine ich jetzt, oder? Oder verwechsel ich das gerade? Oder verwechsel ich das zufällig... Oh, scheiße. Verwechsel ich das gerade mit Gothic 3 Götterdämmerung? Okay, der Bruder hält mir jetzt zumindest einen Varan da vom Hals. Oh, Bruder, ich bin so tot. Da! Ich bin der Schrecken aller Scavenger up! Oh! Oh mein Gott! Ich habe irgendwie Schrecken aller Scavenger bekommen, aber ich weiß gar nicht warum. Ich weiß echt nicht wieso. Ist das meiner? Ja. Brudi, du musst mir helfen! Jetzt aufpassen, dass ich nicht auf den Falschen schieße. Oh Gott! Jetzt weiß ich gerade gar... Boah, da hast du mich erschrocken. Puh. Ist ja geil. Jetzt greift er den Varan an. Oh mein Gott, das ist so gut. Das ist so eine gute Taktik gewesen. Und mein Varan hat noch Half-Life, ey. Mega. Das ist so eine gute Taktik, Leute. Oh mein Gott. Das ist wirklich ein valider Weg jetzt. Vielleicht schaffe ich es ja wirklich, die Höhle jetzt frei zu machen. Ich Idiot, ich hätte von der anderen Seite kommen müssen und hätte den Minecrawler mitzähmen sollen. Ja, das wäre wahrscheinlich schlauer gewesen. Ich glaube, jetzt gibt es noch eine kleine Nebenhöhle mit noch einem Varan. Zu schwer. Und den Minecrawler. Krankheit heilen. Let's go. Tja. Das ist so gut. Tiere zähmen, das ist ein wichtiger Zauber. Den muss ich lernen. Den muss ich bei Zeiten lernen. Das ist so ein guter Zauber. Wo habe ich denn? Ach, hier. Tiergestalt, Telekinese. Zähm, hier. 60 altes Wissen benötigt das. Und Tiergestalt wird vorausgesetzt. Okay, braucht 15 altes Wissen. Der Held verwandelt sich in das anvisierte Tier. Die Dauer ist abhängig von der Stärke des Tieres und dem alten Wissen des Helden. Das ist ja mega. Ja, ich sag mal so, dadurch, dass wir ja eh den Adanos-Weg spielen und mehr auf Magie setzen, wird das auf jeden Fall valide werden. Mega.
Hier war safe noch ein Varan. Zumindest im Original. Ich weiß nicht, wie es hier ist, ja. Schön den Arsch geballert. Boah, das ist so gut. Das ist so gut. Und ich kann ganz entspannt... Nein, Mist. Wie viel Leben hat er? Oh, er ist gleich tot, Mist. Jetzt ist halt noch der Minecrawler offen. Der Minecrawler ist jetzt noch offen. Der Minecrawler. Bruder, mach jetzt hier den 31er. Brauch dich noch. Was habe ich noch? Ah, der Magier hetzt die Tiere in seiner Umgebung auf das anvisierte Ziel. Wird hier jetzt nicht funktionieren, weil der Crawler ist ja alleine. Schlaf vergessen, Blitzschlag, Blitz beschwören könnte ich... kann ich eh nicht nutzen. Mana kosten 200, so viel habe ich nicht. Nee, geht eh nicht. Bruder, hör auf, stop it. Tja, was habe ich noch? Schrecken. Aber das nützt mir nichts. Ich muss den Crawler ja töten, das ist ja das Ding. Tja. Okay, probieren wir es einfach mal. Mal gucken, ob der Varan dem Crawler irgendwie die Stirn bieten kann. Da ist er. Oh, der Schuss war gar nicht so schlecht. Okay, Varan, du schaffst es. Der Crawler interessiert sich auch gar nicht für den Varan jetzt. Oh, das sieht gut aus. Scheiße. Junge, wie stark dieser Varan ist. Jetzt erst hat er den... Oh, fuck. Was? In dem Moment hat er sich weggeduckt. Ich flippe aus. Oh mein Gott. Leck mich am Arsch, ey. Das hat echt geklappt. Oh mein Gott. Wir haben diese Quest gelöst. Ein Jagd geschickt bekommen. Ruf in Redok. Oh, Gott sei Dank, Leute. Das wird erstmal gespeichert. Junge, Junge. Was haben wir denn hier? Sprengpfeile. 430 Schaden. Lesen Betäubungsfall, Schmerz, aber trotzdem Schmerzschaden. 430? Was zur Hölle? Oh mein Gott. Ein Verwandlungstrank in Scavenger erhalten. Junge, Junge, Junge. Das war eine wilde Runde hier. Aber ich bin so stolz jetzt, dass ich das geschafft habe. Das war schon das, wie ich es, ich glaube, am Ende der dritten Folge gesagt habe. Du wirst halt dazu jetzt gezwungen, vorsichtiger zu sein. Und es fühlt sich auf einmal, sehr viel wertvoller an, Erfolge zu erzielen. Bei Gothic 3 ist es ja am Anfang sonst so, ja, man macht das und das und das, um halt Skills zu bekommen und so weiter. Und es fühlt sich eher wie ein Abarbeiten an. Aber man macht es trotzdem gerne, weil ich mag Gothic 3 trotzdem. Aber jetzt fühlt es sich halt wirklich nach einem wertvollen Erfolg an. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt das Gute. Es ist wirklich wie ein wertvoller Erfolg. Jetzt habe ich nicht sowas wie Schlösser knacken oder so? Nee, ne? Habe ich nicht. Aber gab es überhaupt sowas wie Schlösser? Ja! Schlösser öffnen. Auch ein Adanos-Zauber. Siehst du dann? Oh mein Gott, ich bin so blöd! Ich bin so blöd, da muss ich ja gar nicht auf Diebestalent skillen. Aber 140 altes Wissen ist jetzt auch nicht gerade wenig. Okay, ich werde vielleicht doch auf altes Wissen auf Schlösser knacken gehen. Zumindest mittlere Stufe Schlösser knacken, wofür ich 30 Diebeskunst brauche. Mindestens das. Das ist schneller gelernt, als wenn ich jetzt erstmal auf 140 altes Wissen skille, um den Schlösserknacken-Zauber zu lernen. Junge, Junge. Jetzt gehen wir erstmal zurück und berichten Joey, dass wir das hier erledigt haben. Aber ein Kampf gegen Copper
Das kann ich mir, glaube ich, auch immer noch sparen. Das wird, glaube ich, echt nix. Der Südausgang von Redok ist frei. Du meinst, dort sind keine Viecher mehr? Wahnsinn, Mann! Dann wird meine Wache hier am Südausgang viel entspannter. Danke! Das ist mir glatt einige Goldmünzen wert. Das ist gut. Das Gold kann ich durchaus gebrauchen. Geil, ich stehe auch kurz vor einem weiteren Level ab. Das ist richtig gut. Tja, ich frage trotzdem nur, wie besiege ich Copper in der Arena? Meint ihr, das funktioniert? Meint ihr, das funktioniert, wenn ich ihm einfach einen Schrecken versetze? Dass er aus der Arena abhaut und ich zum Sieger erklärt werde? Wie cool wäre das, wenn das funktionieren würde? Ich meine, das sind ja die Regeln. In die Arena. Das sind die Regeln der Arena. Wenn das geht, das wäre so geil. Komm her! Das hat nicht funktioniert, glaube ich. Naja, er unterbricht mich jedes Mal. Scheiße. Okay, schade, es klappt halt nicht. Weil die Arena zu klein ist und er sofort an mir dran ist, um mich zu schlagen. Und ich kann mich nicht bewegen, während ich diesen Zauber caste, oder? Alles. Ich glaube, es geht. Ich kann mich nicht bewegen währenddessen. Komm her! Nee, geht nicht. Nee, es geht leider nicht. Es geht leider nicht. Schade, das wäre so cool, wenn ich ihm einen Schrecken versetzen könnte und er dann aus der Arena flieht und der Kampf daraufhin für mich entschieden wäre. Das wäre super. Tja. Lass mich in Ruhe. Ja, Mist, jetzt brauche ich irgendwie noch 50 Erfahrungspunkte, um jetzt hier die nächste Ladung in Stärke zu investieren. Aber ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist. Das wäre schon nicht sinnvoll, aber ich glaube, ich brauche auch ein bisschen was in Lebensenergie, damit ich nicht so schnell down gehe. Das ist halt, glaube ich, auch das Ding. Ich sehe gerade. Oh, dann nehmen wir doch lieber diese Waffe hier. Das Assassinenmesser. 15 Klingenschaden mehr und vergiftet den Gegner. Na gut, dann probieren wir es damit nochmal. Der x-te Kampf gegen Copper. Steig mit. Alles klar. Mal gucken, ob ich jetzt auf die Phrasen kriege. Vergiften könnte was bringen. Komm her! Leute, es ja. Dann spielt die. Oh, dann ist zumindest die Zeit für mich. Alter, wie stark der ist. Oh, hör auf. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ich fass das einfach nicht. Oh Mann. Das ist so krass. So krass. Das ist heftig. Ja, also... Könnte da noch mal was probieren? Weg mit der Waffe. Ja, mach, dass du wegkommst. Achso, das sind schon die Pfeile ausgewählt. Kann ich mit ihm in der Arena kämpfen und ihn mit mir Pfeilen beschießen? Mit diesen Knockout-Pfeilen beschießen? Komm her! Junge. Du hast abgesessen. Es geht. Du hast abgesessen. Okay, gut. Junge, ey, und trotzdem hätte er mit mir noch fast den Boden gewischt, ey, scheiße. Trotzdem hätte er mit mir fast noch den Boden gewischt. Unglaublich. Der Typ ist krass. Er ist so krass, wirklich. Wahnsinn. Aber ich bin so froh, dass ich jetzt auf diese Idee mit dem Pfeilen gekommen bin. Das hat es jetzt deutlich einfacher gemacht. Oh, ey, das Spiel erfordert jetzt einfach so viele Lösungen. Du hast den Kampf gewonnen. Reife Leistung. Du kannst was. Wenn du einen Waffengefährten an deiner Seite brauchst, bin ich dein Mann. Ja, bitte. Komm mit. Du willst an meiner Seite kämpfen? Du bist ein vielversprechender Mann. Du brauchst nur noch ein wenig mehr Erfahrung. Ich werde dahin gehen, wohin du gehst. Und werde gegen diejenigen kämpfen, gegen die du kämpfst. Wenn du mich nicht mehr brauchst, schicke mich einfach wieder zurück. Oder ich brauch dich sowas von. Dann wollen wir mal. Ich brauch dich ja mal sowas von, Alter. Das habe ich schon gelehrt. Ah, du bist jetzt fast tot, ne? Hier. Ich hab mir erstmal zwei Heiltränke. Alle, die ich hab. Ah ja, stimmt. Bei den NPCs war das ja so, dass die sich ja instant heilen.
Okay, das ist super wichtig. Super wichtig, dass das jetzt geklappt hat. Der Best Case wäre jetzt, ich gehe mit ihm auf diesen Bauernhof und schaffe irgendwie die Orks zu besiegen, um den Cliff zu befreien. Dann würde ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einmal würde ich für Redhawk halt einen Schmied holen. Das wäre nice. Und zum anderen würde ich ja eine der Ork-Patrouillen schon mal besiegen. Das würde mich super weiterbringen. Junge, 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 ey. Diese Copper-Kampf-Arena-Geschichte, die hat mich länger beschäftigt, als ich eigentlich wollte. Krass. Ach ja, und die Wildschwein-Quest könnte ich jetzt auch ja natürlich nochmal machen. Ich Idiot, ich bin doch gerade ein Level aufgestiegen, da hätte ich doch erstmal in Stärke investieren können. Warte mal, ich habe eigentlich eine Mod jetzt dabei, die eigentlich NPCs mit teleportiert, wenn ich irgendwo mich hin teleportiere. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Okay, das scheint leider nicht so gut zu funktionieren. Schade. Oder es funktioniert nur an manchen Stellen. Oder irgendwas geht da nicht, leider. Weiß ich nicht. Ich würde jetzt tatsächlich mal hergehen und die Lernpunkte... die Lernpunkte jetzt mal in Lebensenergie buttern. Enos! Alles. Gewähre mir Lebenskraft. Wirklich ist alles. 10. Ich muss mehr aushalten. Ich muss einfach ein bisschen mehr aushalten und darf nicht so schnell verrecken. Das hätte ich dir vorher sagen können. Zeig mir deine Ware. Kann ich noch irgendwas geben? Ach, das ist so gut. Ist das Symbol? Ah, er hat neue Klingbolzen hergestellt. Nice. Okay, Bauplan für Breitschwert, das behalte ich mal noch. Ich will ja selber, wie gesagt, früher oder später irgendwann noch schmieden gehen. Kampfstab behalte ich mal. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Bogen, weil ich dachte, die Pfeile sind insane. Ja, da würde ich schon mal einen Taui bekommen. Ich weiß, Mann, ich weiß. Tja. Assist, ich wollte ja auch nochmal kochen. Ja klar. Du hast bloß auf. Ist schon schlimm genug. Kauf ich mir die jetzt nochmal? Ja komm, scheiß euch, kauf die mir. So, ich glaube, Copper kommt nicht mehr hierher. Dann porten wir uns mal nach Redhawk nochmal. Copper wartet? Wo wartet der denn jetzt? Der war doch hier noch gerade. Oh Mann. Ist er jetzt in Ardea mitgekommen? Ich habe den nur nicht gesehen. Der Copper wartet, aber wo wartet er denn jetzt? Oh nein! Erstmal was essen. Er ist im Metaverse gefangen. Shit! Wo ist er denn jetzt? Oh nein, ich hab... Irgendwas, glaube ich, scheint hier noch nicht so ganz zu funktionieren. Geht's nochmal kurz nach Redhawk? Sonst muss ich gleich nochmal neu laden. Bist du nicht schon... Ich hab dich doch schon mal getötet hier. Ah! Ich wollte gerade mit Stolz schon sagen, hier meinen ersten Scavenger, den ich ohne einen Treffer zu kassieren getötet habe, aber... Pustekuchen. Wo ist denn der Copper jetzt? Geh jetzt mal nach kurz nach Redhawk. Ich teleportiere mich jetzt mal nicht, weil... Also irgendwas, entweder funktioniert da nochmal irgendwas jetzt nicht so gut. Ansonsten, ja. Oder es geht einfach nicht mit allen NPCs, mit allen Teleportsteinen. Vielleicht geht das nur mit bestimmten NPCs an bestimmte Orte. Ist der jetzt wieder in Redhawk unten? Nee, hier steht er. Der ist wirklich nicht weggegangen. Komm mit, dann wollen wir mal. Okay, irgendwie, das hat irgendwie noch nicht so gut geklappt, aber egal. Das ist jetzt egal. So, na dann wollen wir erstmal die Wildschweine töten gehen, glaube ich, die hier bei den Holzfällern Stress bereiten. Wir sind ein gutes Team. Wenn Copper genauso viel aushält gegen die Ork-Patrouillen wie gegen mich und auch genauso gut austeilt, dann wird das ein richtig wertvoller Weggefährte jetzt sein. Ich sehe da noch ein Wildschwein, aber es sind zwei. Ah!
Oh, scheiße. Oh, das gibt es nicht. Ich helfe Copper erstmal. Das ist eine gute Taktik. Immer im 2 gegen 1 die Situation lösen. Und ich vergifte die dann. So, das wäre erledigt. Oh, das funktioniert super. Das funktioniert richtig, richtig gut hier. Aber ob wir zu zweit jetzt so eine 4er-Ork-Patrouille aufmischen, das wage ich jetzt ehrlich gesagt mal noch zu bezweifeln. Also dass wir an so eine 4er-Ork-Patrouille würde ich mich wahrscheinlich erst dann trauen mit einem dritten Mann. Oder ich schaff's noch irgendein Vieh aus der Umgebung da auf die Gruppe mit zu hetzen. Aber hab ich leider nicht, ne? Ich hab einmal Tiere rufen zwar noch. Shit. Also hier gibt's ja keine Tiere in der Umgebung. Doch, da ist ein Wolf. Oh shit. Okay, er greift den Cooper an. Vielleicht kann ich den weglocken. Oh, das hat gut Damage gemacht. Bleib stehen! Puh, die Armbrust hingeflogen ist. Das war der letzte. Alter, wie gut Damage das macht, Bruder. Okay, nice, nice. Copper, du bist noch nicht fertig. Nimm doch dein Schild. Oh fuck, da ist ja noch einer. Okay. Nice. Okay, ein 1 gegen 1 in so einem Schützenbattle. Das traue ich mir zu. Komm schon, Kobo, du schaffst das. Das sieht gut aus. Kobo macht das. Nice, nice, nice. Und er hat noch gut Leben gehabt. Oh, super. Oh, ist das gut. Oh, das ist gerade wirklich so ein richtiges Erfolgserlebnis. Wirklich richtig krass. Mega. Oh, fühlt sich das... Das fühlt sich wie ein richtiger Sieg an gerade. Wirklich nicht so wie so, na, jetzt haben wir die Aufgabe erledigt. Cool, jetzt gehen wir zu dem anderen Trupp. Sondern es fühlt sich gerade richtig nach einem richtigen guten Erfolgserlebnis an. Das ist richtig faszinierend. Freue ich mich richtig. Der Copper ist eine super Ergänzung. Er fühlt sich nicht überflüssig an. Okay, das ging auch alles ein bisschen Schlag auf Schlag, muss ich sagen. Also, die sind halt roh. Warum sind die roh? Warum kann ich die nicht zubereiten? Egal. Spielt keine Rolle, warum ich die nicht zubereiten kann. Tja, okay. Jetzt gehen wir erstmal ins Lager zurück und berichten, dass dass die Wildschweine weg sind. Und die Orks auch. Vielleicht reicht das sogar nochmal für ein Level up. Mal gucken. Dann würde ich mich nochmal kurz pennen legen. Denn Heilmittel sind rar. Und nicht Punkt-Zip.
Aber ich denke nicht, dass es für ein Level-Up jetzt reichen wird. Aber mal gucken, vielleicht. Die aggressiven Wildschweine sind erledigt. Ihr könnt wieder an die Arbeit gehen. Endlich mal jemand von euch, der sich um unsere Sorgen kümmert. Danke, Krieger. Hier hast du mein Gold. 250. Ah, nee, ich bräuchte jetzt 600, 700 irgendwas. Trotzdem gefällt mir das Ganze gar nicht. Die wandernde Ork-Patrouille ist zerschlagen. Sehr gut. Sie waren uns schon sehr nahe gekommen. Gute Arbeit. Hier ist dein Teil von unserem Gold. Okay, Aufzeichnungen Teil 1 erhalten. Wieso gibt ihr mir da jetzt irgendwelche Aufzeichnungen? Sekunde. Ah, über Orks. Ah, die Nordlande-Orks, die wilden Gebirge-Orks und so weiter. Okay, okay. Ja, okay, das ist ein bisschen Lore-Hintergrund, das ist ganz cool. Kampftraining, es wird langsam knapp. Copper, du musst endlich mit dem Kampftraining anfangen. JV hast gar nicht über deinen Fortschritt erfreut. Bald lässt er dich die Holzfäller beschützen. Du weißt ja, was beim letzten Mal passiert ist. Ja. Okay, jetzt hauen wir uns erstmal ganz kurz aufs Ohr und dann schaue ich mal, dass wir zum Kornhof aufbrechen. So, das Wetter auch direkt mal besser. Wenn wir jetzt noch den Cliff rekrutieren können, boah, das wäre super. Und dann würde ich mit Copper wahrscheinlich auch erstmal hier die Küstenregion mal entlang streifen und so ein paar ja, Erfahrungspunkte nochmal sammeln, bevor wir dann nach Kap Dun gehen. Aber da werde ich Copper nicht mitnehmen können. Die Sache ist, die Orks greifen den halt sofort an, wenn die den sehen. Klar, weil er halt aussieht wie ein Rebell, ist ja logisch. Von daher muss ich jetzt auch mal hier ein bisschen drauf achten. Das wäre so cool, wenn ich diesen Zauber auf so einen Ork wirken könnte. Die Schweine, Hühner und Schafe, die Orks dann angreifen. Wobei, das wäre noch geiler, wenn ich die einzeln da rauslocken kann. Das ist super. Komm mal mit. Wir machen die einzeln. Das ist ja super. Nur ein toter Ork ist ein guter Ork. Sehr gut. Hat mir trotzdem halbes Leben gekostet, ey. Holy shit. So. Naja, war aber schon mal ein guter Anfang. Den Bogen kann ich wieder weglegen. Ich habe jetzt leider keine Pfeile mehr für den. Ey, aber diese Explosionspfeile. Wie heftig waren die denn bitte? Junge, Junge. Jetzt habe ich erstmal genug Bolzen für die Zukunft. Tja. Dieser Giftschaden, der ist schon gut. Der Giftschaden gefällt. Die dürfen nicht beide gleichzeitig aufmerksam werden. Nur Einzelfälle, bitte. Ich hack dich in Stücke. Na, klasse. Letztens Sport gegen 3 wird hart, ey. Bleib stehen, Wehe, du legst dich noch ein. Es gibt einen Kampf. Nicht nachlassen. Können Sie auch helfen, Cliff, ey? Oh, Scheiße. Ich muss den anderen Ork erstmal ganz kurz töten. Nein! Copper, du Idiot! Warum hast du von ihm abgelassen? Oh nein! Nein! Oh nein, wie bitter!
Wie bitter das jetzt... Oh, und ich bin jetzt wieder hier gespawnt. Oh, warum habe ich denn nicht gespeichert? Oh, ich bin so ein Dulli, ey. Na gut, dann haben wir jetzt zumindest mal gesehen, wie es laufen kann. Ja, einzeln ranlocken. Ich glaube, das geht ganz gut. Das mache ich jetzt in der nächsten Folge dann auch mal. Dann sage ich an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zusehen, liebe Freunde. Bleibt gesund und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Mit Gothic 3 hier in der Balance Ultimate Mod. Und ja, lasst gerne ein Abo und ein Like für mehr Gothic-Content da. Bleibt gesund und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.